mit einem die ganze Zeit zu spielen. Und der sind, die ganze Zeit sind Emils kam, Account. Wieder beleidigt und Und so. Emil Kanal, Emils Kanal ist auch weg. Ja, ist so. Ist so. Emil wollte ja meinen Kanal, also einen Kanal von mir haben, ne? Mhm. Ich hab ihm alles gesagt und so. Er hat sich so gefreut, ne? Aber er hat ganze Zeit nicht mitbekommen, dass ich erst einen Code brauche, also dass mir der Code geschickt wird, den er braucht. Ich habe den Code schon geschickt, aber ich habe gesagt, dass ich den nicht bekomme. Das ist ehrenhaft. Könnt ihr natürlich den Code jetzt geben? Willst du mein FIFA-Stream gucken? Was ist denn da so? Na, ich zock ein bisschen. Also jetzt halt auch chill ich ein bisschen. Also ja, wer ist überhaupt alles im Team of the Week? Von Lahm ist es hier. Drin. Emil hat mich in Fortnite eingeladen. Geh jetzt, nicht rein, Digga. Wie oft hat er mich eingeladen? Also ich gehe da nicht rein. Was will er denn, Alter? Der will mit dir kreativ zocken. Ja. Lad ihm mal Party ein. Warum? Mach einfach mal. Warum Emil direkt immer drei oder zweimal direkt einladen muss? Ist so. Eine Einladung reicht. Deswegen heißt es ja auch Einladung. Das nicht, will nicht mit ihm gehen. Okay, dann ist er auch nicht da. Also soll ich jetzt trotzdem einladen oder nicht? Nee, dann lass es. Ah, ich habe einen Zuschauer. Ja, ich war ganz kurz drin. Ja. Ist ja nicht schlimm. Ja, ich habe Chris geblockt. Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel heute Abend. Das Wetter könnte kaum besser sein. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde dieses hoffentlich spannende Nein. Spiel gemeinsam mit Frank Buschmann. Da ist mal direkt der Lupfer geblockt geworden. Die Vipers gegen Cheers Joff. Digga, wer nennt sein Verein Cheers Joff? Alter. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Das könnte die Gelegenheit geben. Er hätte einen Scorpion Kick machen können, aber das wäre sick. Das wäre zu sick. Ein richtiger Fabrizier. Aber nie so geil. Aber nie so lecker. Buh. Nie so lecker. In den freien Raum. Das sah vielversprechend aus, aber nur Ballverlust. Weg ist der Ball. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Da geht er gut in den Zweikampf. Martial. Ball bei Lucas Moura. Ja, energischer Vorstoß. Gut durchgesetzt, gefährlich. Wijnaldum. Ein Seitfallzieher, wie man ihn nur ganz, ganz war das selten ein sieht. Das war eine fantastische Aktion. Was für ein Tor. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Jetzt also in Führung 1-0. Und das ist der Ballverlust.
mit einem Angriff. Die Gelegenheit. Lacazette macht das Tor. Das ist eine seiner ganz großen Stärken. Hat die Übersicht und hat diese technische Brillanz. Und das ist der Doppelschlag. Sie treffen schon wieder. Das haben sie eiskalt gemacht und die Gegenspieler waren sicher auch noch nicht wieder voll da. 2-0 steht's. Ich guck mal kurz was. Yay, Chris hat verlassen. Hier, sie machen einen guten Eindruck. Buh. Abspiel war nicht gut. Der Ball über die Linie. Der Flanken. Chance für Gabriel Jesus. Das hätte gefallen. Jesus, aber egal. Nicht Jesus. Kannst auch einfach Jesus sagen. Elegant gelöst hier. Ja, mit viel Übersicht. Hallo, Justin. Ja, moin. Moin. Chris hat gerade mit Emil in der Party und ich. Den hat irgendwie verlassen. Nur Lacazette. Tolles Zuspiel. Digga. Guter Steilpass. Aber weißt du, was Emil zu mir gesagt hat? Weil, wo ich mit ihm Montag oder so in Party war. Er hat so gesagt, Chris ist 9 und hat und beleidigt 12-Jährige. Er soll mal seine scheiß Fresse halten, dieser Hurensohn. Digga, wenn er 9 ist, dann ist Emil 10. Ja. Nee, Emil ist 11. Emil ist 11, ja. Gefährlich jetzt. Und Chris ist 10. Mhm. Ja, dann soll. Aber Emil spielte noch genau nach 10 Minuten auch mit Chris. Als wäre nichts gewesen. Wegen der sagt immer so, ja, sorry Chris und so. So kommt er bei mir auch immer rüber. Und dann lädt er mich Party ein, dann dreht sich bei, sagt, was ist. Und er so, nichts. Und ich so, warum hast du mich in der Party eingeladen? Er so, keine Ahnung. Gabriel Jesus. Deswegen will ich halt nicht mit Emi und Chris gleichzeitig in der Party sein. Weil entweder mobben die mich die ganze Zeit oder beleidigen mich. Also mobben mich oder mobben mich. Würde ich eigentlich auch aus dem RTG-Clan kicken, weil wen hat er denn alles ins Stufen? Er ist random ins Stufen. Er hat Hannes, William, Simon. Ja. Und da müssen wir auch erstmal übereinstimmen. Ja, also Emil ist ja wirklich, ich bin Anführer, du bist Vize-Anführer und er ist gar nichts. Ich bin einfach der Moderator, ich habe genauso eine Rechte wie du. Otamendi. Ja. Du hast auch Gruppen erstellt. Er hat gar keine Gruppen erstellt. Er hat sich nicht mal Mühe dafür gegeben. Ich habe eigentlich den Hauptkanal für RTG Klang erstellt. Schöner Pass jetzt. Ich meine, Emil wollte den Kanal von dir haben. Schön und gut, aber er macht keine Videos darauf. Er hat Scheißvideos darauf, die 5 Minuten dauern. Ja, meine, ich bin jetzt auch aus Fortnite Clan, soll ich da diesen Amen Noob Spieler? Das ist William. Ja, soll ich den kicken? Nee, William kann noch drinnen bleiben. Da passt der Klasse auf. Ich überleg Dings. Emil zu so entfernen. Ja, kick Emil einfach. Wie viel eigentlich noch bis morgen drinnen bleibt? Das ist auch für den mal gucken, wie der sich morgen verhält. Wenn der sich so verhält wie gerade, soll dann auch nicht Clanmitglieder einfach so beleidigen. Ist so. So wie ich oder Chris. Also ich komme schnell auf meinen zweiten Kumpel. Ja. Tyler? Klasse Pass! Nennst du dich noch auf deinem Hauptaccount RTG? Ja. Tolles Zuspiel. Guter Versuch.
Die Chance, die Riesenchance, aber was für ein Reflex. Super gehalten, das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abwarten und natürlich diese Reflexe. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Er überzeugt heute als Passgeber. Nun Otamendi. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Der Ballverlust. Ja. Eine Minute wird jetzt noch. Nennst du dich denn auf deinem Hauptaccount auch RTG Unterstrich-Teiler oder so? Da klatscht der Ball an den Pfosten. Ja, du machst auf dein zweiter Korn. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Digga, guck einfach mal in meinen Stream, Junge. Ist der Spielstand nach 45 Minuten. Ja. Wir gehen in den zweiten Spieler. Ja, aber Emil beleidigt immer so und drei Minuten später, ja, sorry. Ist so, Digga. Hm? Ja, Digga, bei mir macht das aber nicht, ne? Jetzt sind sie am Ball. Ich sag so Frieden und die bauen einfach mein Bett auf. Ab. Glanzparade gehalten. Digga. Kurze Variante bei dieser Ecke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Das ist ein Freistoß. Also das würde ich halt schon besser finden eigentlich. Super, also ich finde, bei den normalen Modi sind das eigentlich eine schwerere oder leichtere Modi. Buh. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Kontermöglichkeit. Jetzt müssen Sie schnell spielen. Martial, ist es das? Lukas Moura, Digga. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Ja, ganz energisch. Ey, Tyler, Emil verwendet die Standardkamera-Einstellungen plus Kamerawackeln. Vorne jetzt die Balleroberung. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Sehr guter Einsatz. Und Emil, ich weiß, warum Emil so schlecht ist, weil er das anhat. Otamendi. Bei jedem Ballberührung, jeder Boost, jedes Tor. Triggered. Ballverlust bei den Vipers. Ich meine, na gut, es ist realistisch, aber da wäre Platz für den Konter. The fuck? Der Konter ist gestoppt, da. Das geht er gut. Das macht er gut. Zaha. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ich glaube, das war die Entscheidung, oder? Also ich genauso, da muss schon ein mittleres Wunder her. 5-0. Ja, ey, das ist so. Ja, ich glaube, der Keeper vermutet, dass er einfach draufhält, aber er macht's mit Köpfchen, mit ganz viel Gefühl. Und drin, tolles Tor. Digga, aber... Wieder ein Treffer, 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Ey, aber Tyler... Wenn Emil kein PS Plus hätte oder dich, der ihm Team macht, dann wäre Emils Team genauso wie meins. Ball bis jetzt verloren. Ja. Emil hat gar keine Ahnung von Team bauen. Lukas Moura. Der Schuss war ich habe wenigstens ein bisschen Ahnung und weil ich habe ein bisschen Ahnung und weiß, dass ich nicht auf Chemie scheißen darf. Das war faul, da muss er Freistoß geben.
Ja. Nun wird es also gleich zwei Wechsel geben. Sie geben den Ball ab. Allstars höher als ich, lol. Den spielt er steil. Die Chance lebt noch. Da macht er ihn rein. Abseits. Nix ist es mit dem Treffer. Fahne ist oben. Bitter für den Digga, Spieler, ich spiele ihn noch mal rüber und das zählt dann auf einmal da nicht. Die Situation noch einmal. Er steht klar im Abseits, ohne jeden Zweifel, gut vom Assistenten. Gute. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was ich noch tue. Ey, sag mir nicht, ich ziehe den Gegner auf Legende mit 6-0 oder so ab. Alexandre Lacazette. Sag es nicht. Tyler, ich werde morgen erstmal aufstehen, dann direkt Schulaufgaben machen und frühstücken. Und dann mache ich heute so. Ja. Ja, könnte was werden. Und ich werde dann halt die ganze Zeit in so streamen. Er trifft den Pfosten. Ja, 6-1. Da war alles offen. Da haben sie ihn geradezu zum Toreschießen eingeladen. Ja, Digga, wie schnell ist der? Der schneller als mein Lacazette und der hat 86er Tempo. Und auf seiner Karte steht nur ein 3er. 70er. Da vor dem Spielverlauf eigentlich nicht sagen. Nee, dazu war es ganz klar zu eindeutig. Sie haben sich hier keine Blöße gegeben. Okay, das war Pirotti also. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Ich hoffe einfach, du kriegst den hier. Immerhin noch das Tor, aber an der Tendenz ändert das nichts mehr. Das wird eine Niederlage. Ja klar, liegen zu deutlich hin. Es gibt Einwurf, Ball ist auf. Ja, Digga. Wir haben. Und er so. In der Offensive. Ja, Digga, Nick Pope, lass doch jeden rein. Besser als gar nichts, könnte man sagen. Immerhin können die Fans mal einen Treffer bejubeln. Eine torreiche Partie. 5-3. Unglaublich. Ja, pfeif ab, Schiri. Pfeif doch ab! Das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, Digga, der pfeift immer noch viel zu spät ab, FIFA. Sie holen sich den knappen Sieg. Das ist eine. Ja, knapp, Digga. 5-3. Weil Pope hier ihn reinlassen muss, ey. Tyler. Lass ihn mir aus Clan kicken. Lass ihn jetzt aus Clan kicken. Tyler, lass ihn mir jetzt aus Clan kicken. Das ist mir so. Ja.
Warte, ich füge mal Emil hinzu. Ich weiß, dass nur Mikrofon Audio übertragen wird. Pace. Ich weiß das. Aha, der zockt Kopfsaison mit Chris, ey. Doch kann er. Naja, dann hat Malte oder so, keine Ahnung mit wem. Hey, mein alter Beirat hat immer noch eine Sperre. Ja. Na und? Ich und Tyler sind im Bedenken, dass wir dich aus dem RTG-Clan kicken. Ich und Tyler haben uns überlegt, und wenn du weiter so einen Unfug machst und zum Beispiel Clan-Mitglieder beleidigst. Ja, Digga, Rope ist auch scheiße. Ja, jetzt kann ich einfach mal shit. Ich mache jetzt auch diese SPC, die E-Mail gemacht hat. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall meine ganzen Spieler rein. Also ich pack da jetzt meine besten rein. Ja, da muss auch Depay rein. Hab ich Depay überhaupt? Wo ist denn Depay? Wo ist Depay? Wo ist mein Depay? Na, ich kann ja auf jeden Fall David Beckham reintun. Den muss ich ja nicht behalten. Naja, ist ja jetzt egal. Was mit dem passiert ist. Ich glaube, ich habe den schnell verkauft oder so. Oder habe ich den nur auf der Transferliste? So, ja, okay. Nein, ich will zu SPC, Mann. Thank you.
Muss halt meine besten rein tun. Zaha will ich nicht abgeben. Gebe ich einen Sabi ab. Mit ja, ein Tor kann auf jeden Fall schon mal Areola. Ja, die linken dann. Sabi und so. Wird dann gelinkt. Dann nehmen wir noch Theo Hernandez. Er linkt den auch. Ja, nehme ich den Alaba, wir sind rein, lol. Da muss ich halt Baba nehmen. Da muss ich halt Baba nehmen. Lol. Ja, ich kann auch meine Startformationsspieler reingeben. Kann ich auch, ich kaufe mir halt eh neue, also. Hallo, muss rein. Ja, kein Bock. Ja, komm, lass uns jetzt wieder auf. Ah, das ist nur ein 83er Team, ich brauche einen anderen Stoffverlauf. Nee, Kalu. Kalu weg, Digga. Dieser Knecht. Oha, Digga, da muss auch noch Palacios weg. Da muss auch noch Palacios rauskommen und bei Nidon rein. Es reicht immer noch nicht. Ob das immer noch nicht reicht, Digga. Ich hätte so ein Video und dann ist Schluss. Endlich! Ich kann nur verlieren, wenn ich irgendwie 84 rausfinde. Ja. Oh man. Ich hoffe es wirklich, Alter. Garantieren zwei seltene Goldspieler. 85 oder höher. Das heißt garantierter Walkout. Ich mache jetzt das Spiel leiser. Und dann werde ich gucken, wer das ist. Brasilien! Torwart. Alisson! Jetzt, boys! Boom, Digga! Jetzt wird das... Alisson, du Wichser! Alisson, Digga! Und Rashford!
Digga, Alisson. Gönnt euch das mal, Digga. Mindestens 50k. Und ein fucking Rashford, Mann. Au, oh, mindestens 45. Digga, das hat sich gelohnt. It's just what I like. Yeah. I'm in a upper summer girl and I see that. Gute Mann. Gute Männer. Digga, ich gebe mein halbes Team für dafür dieses Pack aus. Und es lohnt sich einfach. Digga, einfach alles so. Einfach der Wahre. Der Wahre. Ja, mit dem Team kann ich aber erstmal nicht zocken. Leider. Doch, ich kann aber mit Baba zocken. Nein. Wenigstens kann ich mit Baba zocken. Stimmt, da habe ich auch keinen. Ja, ich habe keinen Schirmer. Man kennt ihn. Digga, ich gebe mein halbes Team dafür. Mindestens. Und das hat sich richtig gelohnt, Digga. Alisson und Rashford. Mann, Junge. So, ich brauche Premier League. Gold selten. Einen Innenverteidiger. Der maximale Preis sind 900 Coins. Maguire? Lol, Digga. Ozan Kabak, lol. Digga, einfach Harry Maguire, der aller echt so. Nicht so erstmal vom Rechtsverteidiger, ich glaube Frederick. Ryan Frederick. Ja, genau der. Nice. Ey, Frederick hat so geiles Tempo. Aber ich glaube, oh, ich bleibe erstmal bei einem Harry Maguire. Den Donnerdecker, na gut, ich habe mit dem im letzten FIFA ein Chestflick Fireworks hier rausgehauen, aber lol. Lol, mal. Maximaler Sofortkaufpreis 900 Coins. Gibt es nicht? Dummer Spiel, nein. Dann gehe ich jetzt einfach mal auf alle. Phil Jones ein. Nee, ich guck einfach, ob ich noch welche habe, Digga. Wenn ich keine habe, dann sage ich, ja gut. Ich hab noch welche, das weiß ich.
habe ich wirklich keine. Ich habe halt wirklich mein ganzes Team dafür ausgenommen, für diese Kack-SBCs. Ja, ich kann wenigstens lernen. Nee. Okay, mein Team ist komplett am Ende. In den Verein. Jetzt müssen die Items rein. Das stimmt. Ja, das wäre klüger landen. Ah, Tyler hat eine Party mit mir gestartet. Tyler? Du hättest gerade meinen Stream gucken müssen. Ich hab diese 85... Aua. Digga. Ey. Weißt du, was geil ist? Ich mach mir so dieses zweimal seltene Spieler 85 plus Pack da, was Emil sich gemacht hat. Ich, bei mir lohnt es sich viel, viel mehr. Ich habe ein Premier League Team und ziehe Alisson und Rashford. Ist so. Und da ist so. Und wenn mein Team fertig ist, ich wette sogar noch mehr wert. Ja, aber trotzdem. Ist so, Digga. Einfach Rashford, Digga. Ich guck so, ich mach so komplette Race-Strategie und auf einmal ich zieh Alisson. Ich mach einfach No-Look-Pack Alisson und Rashford dahinter. Digga, ich bin komplett weg gewesen. Ich will ihn schon getten. Digga, ich muss mir jetzt halt einen Rodriguez kaufen. Ach, James Rodriguez, Digga. Was ich mit dem knechten will, gar keinen Bock. Das ist krank, Mann. Bitte, Robito. Ja. Und Digga, ich muss jetzt in mein Team die Leih-Icons reinpacken. Okay. Okay, ich wurde überboten.
Digga, ich brauch günstige und gute Spieler. Aber ich habe nur 1,7k. Ich brauche welche aus der Premier League. Ja. Lingard! Lingard! Jesse Lingard! Das ist die Lösung! Digga. Bruder, ich hab nicht so viel Coins. Ich brauche Spieler. Wenn mein Team fertig ist, ist es besser als Emil, lol. Ist so. Ja. Ich habe Emil jetzt gesagt, ja, kickt mich doch aus. Ich habe Emil so gesagt, Tyler und ich, wenn du dich so weiter verhältst, werden wir dich aus dem RTG-Clan kicken. Emil daraufhin, ja, kick mich doch. Der RTG-Clan, scheiße, ich bleib Rope. Digga, das war seine Idee mit dem RTG-Clan. Och nö, Digga. Mann, jetzt kriege ich keine Spieler mehr. Keine Ahnung. Nö, dann lassen wir ihn einfach nicht rein. Keine Ahnung. Ich warte jetzt so lange, bis ich mir endlich mal Juan Mata richtig gönnen kann. Thank you.
Digga, ich verstehe. Ja, mach. Ich muss mir irgendwie meinen Verein noch durchposten. Aber 3 Minuten später wieder mal Krieg spielen. Digga, ich muss jetzt halt irgendwie mein Team voll komplett umformen. Ey, aber mein Team ist halt wieder besser als ihn, wenn man jetzt erstmal fertig ist, ey. Tun so immer. Tyler, wie viel ist Memphis Depay wert? Ich will den loswerden. Ich biete den jetzt für 15.000 an. Wenn ich zuschlägt, ist dumm. Mach das. Ist so. Die können ja auch nichts anderes. Das ist das Ding. Ja. Nö. Also ich bin da noch drin, aber ich habe keinen Bock, noch mal da reinzugehen. Lass dann da mal kurz reingehen. Ich bin da schon dran. Nee, Digga. Der Rogue-Clan ist shit, Digga. Junge, du kannst nicht mal auf YouTube live streamen, du Kek. Okay, so. Ne, sieh mal, Hashtag Row Beste. Ja. Nee. Tyler, wolltest du nicht eben mir was fragen? Er hat den Gegner, buh! Schlecht. Ah, die Halle. Der einzige, der schlechte ist dein Vater im Bett. Gar nicht Ehre genommen. Simon, komm her. Ich hab dir so die Ehre genommen. Chris, ich und Simon sind der Rogue-Planet. Red nicht von dir in der dritten Person, Digga. Mm-hmm.
hast du gesagt. Also. Ja, hast du gerade Chris gehört? Jetzt bleib stehen. Memphis Depay ist weg. Endlich. Tyler, komm rein und Simon, du auch. Ja, Emil. Emil, mein Team ist wieder besser als deins. Nein, das ist nicht. Doch. Um ein gewaltiges sogar. Hey, was laberst du, Junge? Ich habe einen Mbappé auf der Bank, Iago Aspas, Digga, und ja, Spieler, die kannst du dir in deinen Träumen noch nicht leisten. Welcher Vollhong steht aber Mbappé auf die Bank? Genau. Ich hab zwei Spieler, die kosten jeweils über 500k. Digga, du hast keinen einzigen, der über 500k kostet. Ja, na und? Ja, und der andere, dafür ich habe ja noch eingezogen. Dafür habe ich Spieler, die mich besser spielen lassen. Also halt die Fresse, Mann. Sei ich so abgehoben. Halt du die Fresse mit deinem hässlichen RTG-Clan, ne? Digga, du hast selbst gesagt, RTG-Clan beste. So. Selbst verarschen kann ich mich aber auch, ne? Ja, verarschen kann ich mich. Ah, ja, mal wieder aus Party kicken, gar keinen Bock. Du kannst nur kicken, du Keck. Ich kann ihn nur kicken. Nee, ich brauch Spieler. So, Premier League. Ne, Özil will ich mich nicht holen. Ja, Digga, das ist nur Özil auf dem Markt. Nice. Thiago, go. Ich. Ach, schade, kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir den leisten? Nee. Schade. Ja, Dally Ali hole ich mir. Jetzt zuweisen. Verteidiger habe ich halt nicht. Ich nehme Emil so hops, das ist. Soll ich den mal richtig hops nehmen, Alter? Nee. Der wäre zu fies gewesen. Charlie-Son ist auf jeden Fall da, Mann. Danke, dass Memphis Depay sich endlich verkauft hat, Mann. Danke, Memphis. Bist du der Beste. So, jetzt noch nach Innenverteidiger und linken Verteidiger gucken, gar keinen Bock. Oh. IV. Matip, nee. Könnte ich mir noch keinen anderen holen. Joe Gomez, nee. Joe Gomez habe ich schon im Team, Leute.
Mustafi zockt nicht mehr Premier. Wer zockt jetzt Schalke? Aua. Kann man von Aden nur nach Schalke absteigen? Fragezeichen. Ja, ey, dieser Robe Enisa sieht es halt einfach nicht ein, dass mein Team erstens besser ist, beziehungsweise sich besser spielen lässt, und ich habe drei Spieler, die mindestens 1 Million kosten. Auch wenn es nur Leihspieler sind, es sind trotzdem Spieler. Mir scheißegal, ob es Leih-Icons sind, es sind halt einfach Spieler. Dann kann der nicht abstreiten, dass mein Team besser ist. Es ist halt besser. Boom, da habe ich mein Team jetzt schon wieder restauriert. Und ich habe noch 2,8k von den 15k, beziehungsweise von den 16,2k. Ups. Jetzt noch ein letzter Recht. Jetzt noch eine rechte Verteidigung und dann hat der Arschlecken. Der Wichser. Digga, der hat das gleiche Rating wie die Karte. Die Karte hat das gleiche Rating wie die. Was auf die Feature-Karte oder wie die auch immer da heißt. Und es ist einfach viel, viel teurer. Ferdinand ist ein Mutterspieler. Doch, der ist schnell und gut. Der bringt Stabilität hinten. Deswegen wollte ich den auch. Ja, Digga, mein Team ist halt einfach besser. Ja, Fredericks muss halt erst mal da hinten halten. Digga! Ich hab dich so mit Hunter. Ich habe so ein Messanter und dann ist alles perfekt. Das Lustige ist, wenn ich andere Armee da rein tue, habe ich mich für schon. Nee, dann habe ich aber eine bessere Bewertung. Oh, lol. Ja, aber der hat eine Schmalzfresse. Digga, aber trotzdem, mein Team ist einfach besser. Oder? Aua. Das tut weh. Okay. Emil, Alter.
Ja. Standard E-Mail. Kanal aufrufen. 5 Abonnenten. Abo beendet. Dataset. Set. Hacer la cosa y no la pilla. Ya.
Ja, also mein Team, ich schicke das jetzt mal Teil darüber. Und das sieht eigentlich schon viel, viel besser aus als irgendwie sein Flow. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June.
cool. Warum habt ihr die Hosen voll? Mir scheißegal. Oh, aber mein Team ist halt besser. Das muss der nicht unterdrücken. Try something like this. I don't know what you used to, but it doesn't matter, cause I know you've been like this. It's lo que tienes ahí. Lay it down on my body. Lo que tú quieres de mí. Do whatever you got me. Me gusta la mujer when they shake it. Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Kommentiert wird das Ganze heute von Wolf Fuß und Frank Buschmann, das gewohnte Team also. Und ich bin sicher, das wird heute auch absolut hochklassig. Die Vipers gegen die Saints. Spannende Sache, Wolf, sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Sie unterstützen gut. Das macht er gut. Jetzt schießt er. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. In den freien Raum. Spielt den Ball in den freien Raum. Können gehen müssen. Sehe ich ganz genauso. War natürlich eine Riesenchance.
Wenn es um die Offensive geht, gibt es kaum bessere als diese beiden. Naja, das sind die Spiele, auf die du dich als Kommentator ganz... Toll gemacht, vorbei am Verteidiger. Die Saints mit dem Angriff. Könnte die Führung werden. Stark, das war's mit der Chance. Martial. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Lukas! Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Der Angriff von den Saints. Weg ist der Ball. Da stehen sie unter Druck. Wird das was? Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Gabriel Jesus. Rashford. Die Chance jetzt. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Richarlison. Ja, mit viel Übersicht. Den lupft er. Klasse Treffer. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann kommt als Krönung noch der Lupfer obendrauf. Der Torhüter absolut chancenlos. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ist hier immer noch am Ball. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Das hat der Verteidiger klasse gemacht, so kommt der Schuss nicht durch. Gabriel Jesus. Guter Pass jetzt. Richarlison. Ball abgegeben von den Vipers. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Klasse Pass. Und jetzt haben sie den Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Jetzt ist er durch. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten.
Klasse Aktion, Ball ist weg. Sie haben Platz. Martial, ist es das? Der Pass, stark gemacht. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Ashley Barnes. Die Saints mit dem Angriff. Die Gelegenheit für die Flanke. Was macht er draus? Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Freistoß kommt in den 16er. Jetzt der Volley. Unglaublich, kein Tor. Alisson ist da. Alisson macht zu. Den haben viele hier schon drin gesehen. Sensationelle Parade. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Ja, guter Pass. Den spielt er steil. Das Tor durch Lukas. Er ist ein klasse Spieler, ein absoluter Weltklasse-Spieler. Unaufhaltsam. Und das hat er hier auch wieder gezeigt. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was will er da machen? Er muss sich für eine Seite entscheiden. Und hat die Faul genommen. Das ist geil. Geil. So wie mein Team. Also ausgeglichen ist definitiv Anstoß, anders. Abstoß. Hier steht es 4 zu 0 Anstoß in die Kabine. Nach der ersten Hälfte. Anstoß ab in die Kabine. Los geht's also mit dem zweiten Spielabschnitt. Die Saints sind hinten. Hier wird es sicher noch richtig interessant. Sie geben den Ball ab. Richarlison. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Kein guter Abschluss hier. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Und das ist der Ballverlust. Dele. Ali. Fällt das Tor doch noch. Sucht die Lücke. Wichtige Aktion. Super dazwischen gegangen. Dele. Richarlison. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Okay, in der einen Stunde lade ich jetzt noch mein Handy. Geklärt, Ball geht ins Tor aus, gibt Ecke. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Die Ecke kommt rein. Und die Situation geklärt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Rashford. Richarlison. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Davor, Mann. Sie wechseln aus. So hart Augen machen.
nigga, you gay. Oh, nigga, you gay. Mm-mm-mm-mm. Oh, nigga, you gay. Ah, da wäre jetzt Platz. Den Lobster! Klasse Treffer! Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich über diesen kosmetischen Eingriff ins Ergebnis. Ja, vielleicht ist es auch schon so etwas wie Galgenhumor, wie Schadenfreude, keine Ahnung. Vielleicht sollte man so weit nicht gehen, aber Fakt ist, dass sie heute nicht unbedingt ihre beste Leistung gezeigt haben. Nur noch der Torwart vor sich. Alisson mit einer Riesenparade. Sie machen den Treffer. Eine super Aktion. Da haben wir es gesehen. Dieses perfekte Vorchecking. Alles richtig gemacht. Genau im richtigen Moment gestört. Und dann kommt eben dieser Fehler. Dieser entscheidende Fehler. Ja, klasse Pass. Macht er gut. Kommen Sie noch mal ran. Da geht der Anna. Jetzt der Schuss. Das muss fast der Treffer sein. Aber Alisson macht da alles richtig. Eck in den Strafraum. Ja, das sah so gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Nicht gut vom Verteidiger. Da zieht er ab. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Chance zur Flanke jetzt. Klasse Pass. Sieht gefährlich aus. Könnte der Anschlusstreffer werden. Ja, könnte was werden. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Klasse Chance jetzt. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Gibt Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Stark gearbeitet hier. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Die Saints in der Offensive. Jetzt ist er durch. Da ist das Tor. Und damit sind sie in dieser Schlussphase fast wieder dran. Eins fehlt noch. Heute zeigen hier beide ein Offensivspektakel. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Der Ballverlust. Die letzten fünf Minuten laufen noch, liegen sie mit einem Tor vorne. Richarlison. Sauber vom Ball getrennt hier. Der Ballverlust. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es. Oh, da ist er durch. Der Ball ist drin. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. 5-3 jetzt also. Ja,
was ist denn hier heute los? Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Gute Idee, dieser Ball. Rashford. Auch in dieser Szene ist er ganz sicher. Gutes Tackling. Ball ist wieder weg. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Sie holen sich den knappen Sieg. Das ist eine Mannschaft, die weiß, wie man sich durchsetzt. Haben dafür genau die richtigen Akteure. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein. Martial. Ah, da wäre jetzt Platz. Oh, bei den Meilensteinen habe ich auch noch was der Entwicklung des Stadions. Tor FX VFX Pack. Was mich nicht juckt, lol. Ich muss echt groß kacken, ey. So, welche Tor welche Effekte kriege ich? Gelb, nein. Ich gehe jetzt erstmal kacken. Und ich beende den Stream damit. Und hier ist leider Schluss für euch. Also, wir sehen uns morgen.